habe ich gut geschlafen und von Sex geträumt. Von Minecraft Beta 1.6. Was gerade vor wenigen Minuten erschienen ist. Ich habe es gerade installiert. Das Ursprungs-Texture-Pack nochmal draufgepackt, damit man auch alles sehen kann. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser Erstbespielung von Minecraft Beta 1.6. Präsentiert von Minenarbeit.de und eurem Vorbuddler. Wollen wir mal sehen, ob Beta 1.6 tatsächlich so sexy ist, wie der Name vermuten lässt. Ich gehe dazu erstmal wieder in meine Experimentierkammer hier. Wir sind auf Burg Wiesenfels. Für alle, die das noch hier nicht kennen, denen sei ans Herz gelegt, doch mal meine Let's Shows einzuschalten. Es gibt da eine ganz tolle Playlist für. Das ist wunderbar nachzuvollziehen. Und macht viel Spaß. Gut, wollen wir mal gucken. Wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. Das ist kein Wunder, denn Beta 1.6 war ja nun mal angekündigt als ein Update, was nicht gerade unheimlich viele Neuerungen enthält, sondern hauptsächlich Bugfixes, also Reparaturen, ne, an irgendwelchen Dingen, die vorher nicht so besonders gut funktionierten. Die kann ich natürlich jetzt nicht alle ausprobieren, denn es waren weit mehr als 100 Stück, die da vom Notch ausgebessert worden sind. Aber dennoch gibt es einige Überraschungen. Ich denke mal, ich halte es jetzt auch nicht mehr länger aus. Ja. Ich weiß schon, wie es geht, Leute. Ich möchte eine Landkarte herstellen. Natürlich, riesengroße neue Sache in Minecraft Beta 1.6 sind die Landkarten. Die relativ teuer sind, muss ich sagen. Ihr seht schon, was ich mir hier so alles einpacke. Redstone und Eisen. Das ist zwar so, dass wir zunächst für eine Landkarte einen Kompass brauchen. Den baut man sich so. Ach, weißt du, ich mache direkt mal zwei. Man kann ja nie wissen, ne? Es ist eine teure Landkarte. Es tut mir praktisch richtig weh. Ihr wisst, dass ich so ein Eisenfanatiker bin. Also so ein wirklich Silberfetischist. Ne? Es tut mir immer total weh, wenn ich mein Eisen verbrauchen muss. Aber ist ja jetzt für einen guten Zweck. Des Weiteren brauchen wir Papier. Da mache ich auch mal so richtig viel. So richtige Massen. Papier wird natürlich aus Zuckerrohr hergestellt. Habe ich jetzt. Ja, das müsste aber nun wirklich auch ausreichen. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen hier solche ringsherum. Solche Blätter. In die Mitte ein Kompass. Und weil es so schön ist, mache ich zwei. Dafür habe ich ja den Kompass schließlich gebaut. So. Kann man die stapeln? Nein. Kann man natürlich nicht stapeln, denn Landkarten können ja verschieden sein. Man kann ja jetzt hier zum Beispiel eine Stadtkarte draus machen und da eine Landkarte, je nachdem. So, wie das jetzt funktioniert, habe ich jetzt allerdings nicht die geringste Ahnung. Ich tue das einfach mal hier ins Inventar. Und halte die mal fest. Ah, guck mal. Oh, das ist aber schön. Ah, hier sieht man jetzt deutlich, ich habe einfach nur die Karte ausgewählt in meinem Inventar und laufe damit jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Ah, ich habe ja schon einen relativ großen Bereich. Aber das ist jetzt ein bisschen irritierend, dass der Pfeil irgendwie zeigt ja nach Norden und Süden, oder wie macht er? Nee. Ach so. Nee, der zeigt nicht nach Norden. Der zeigt nach Osten. Der Fall. Das ist meine Guckrichtung oder wie? Ja gut, das ist jetzt alles neu. Das werden wir dann rausfinden. Ich glaube, ich laufe jetzt hier einfach mal ein Stück durch die Burg Wiesenfels. Damit wir mal sehen. Vielleicht gehen wir auch mal nach draußen. Ich hoffe mal, jetzt bin ich mit der Karte so beschäftigt, dass ich wahrscheinlich direkt in die Luft fliege. Weil ich einen Creeper übersehe. Ich renne jetzt mal ein Stück da hinten hin. Halt die mal vor mich. Ah ja, sehr gut gemacht. Dann kann man so schön rausgucken. Ah ja. Okay, das ist
Ich finde es ein bisschen wirklich ein bisschen verwirrend, weil das irgendwie in die andere Richtung jetzt die Karte ausbaut, als in die ich jetzt nun renne. Aber wie gesagt, daran wird man sich gewöhnen. Jetzt sieht man, wie schön sich das so ausbaut. Es ist schon eine Menge Platz auf der Karte. Ich bin jetzt so, ich sag mal so, naja, 100 Meter, 200 Meter gelaufen. Das ist nicht schlecht. So, die kann ich jetzt auch wegwerfen oder wie kann ich das machen? Ah ja, jetzt könnte ich die auf einem Multiplayer wegwerfen. Ein anderer könnte die aufheben und hätte dann das gleiche. Irgendwie kann man die auch noch verdoppeln, also duplizieren. Das wäre dann was für die Zweitbespielung von dieser Sache hier. Aber das sieht ja schon mal toll aus irgendwie. Ich glaube, da hab ich dann Riesenspaß mit der Karte oder durch die Gegend zu rennen. Hier mein Riesenland, was ich hier so habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten ich da wohl brauchen werde. Ja, sieht auch hübsch aus. Textur kann man auch bearbeiten. Ist, glaube ich, in der Items-Ping-Datei. Die Landkarte, wo auch die Bücher drin sind. Ja, Items, genau. Schön, ich tue die jetzt erstmal weg und stelle hier mal eine Treppe hin und versuche mal die Treppe anzuzünden. Ah ja. Bin mal gespannt, was da passiert und ob mir jetzt die ganze Burg abfackelt. Okay, man kann jetzt Treppen wohl anzünden. Ich weiß, das ging wohl vorher nicht. Abbrennen tut sie nicht wirklich. Na gut. Lassen wir das erstmal dabei und bauen uns in der Zeit lieber. Das ist eine große Überraschung, dass das noch kam. Und zwar ganz unerwartet hat der Notch letzte Woche mal gesagt: Ach, Falltüren sind auch übrigens auch drin. Erst hieß es ja, kommen keine neuen Features außer der Landkarten. Und jetzt haben wir hier Falltüren. Die werden so gebaut, ganz normal wie eine normale Tür, nur allerdings die sechs Holzblöcke horizontal angeordnet. Dann haben wir schon diese Falltür. Ach, die will aber direkt mehrere haben. Mal nach draußen laufen. Jetzt wird es gerade dunkel. Okay, ich denke mal, ich schlafe mal eine Nacht und komme gleich wieder mit einer vernünftigen Stelle, wo wir die Falltür auch mal ein bisschen besser ausprobieren können. Einen Augenblick bitte. So, da bin ich wieder am nächsten Morgen. Ich hau jetzt gerade mal wieder mit einer Hacke in das Holz, was völlig sinnlos ist. Da grab ich doch mal noch ein bisschen tiefer, denke ich mal. Ja, das reicht ja für Demonstrationszwecke aus. Mal eben ein Loch gegraben und eine Falltür draufgeklatscht. Aha, so sieht das also aus. Die ist also dann da unten, oder? Wie kann man das noch machen? Moment. Nein. Also über ein Loch postieren und dann setzt sich da unten hin. Gut, sieht eigentlich, ich sag mal ja, ganz okay aus, ne? Ich überlege gerade, ja, das ist natürlich gar nicht schlecht, wenn die so zu verwenden ist hier, weil man dann, ich hatte Befürchtung, dass man da vielleicht hops nicht so durchpasst, wenn man sich oben drauf stellt, dann steht man so ein bisschen schief und dann macht man die auf und dann bleibt man doch am Rand hängen. So ist das aber nicht möglich. So fällt man ja sowieso schon in das Loch, öffnet die Fall, also die Tür, das gefällt mir total gut. Also ich bin völlig begeistert von dieser Geschichte hier von der Falltür. Das bringt mich jetzt völlig strubbelig, ne? Boah, was man damit an alles machen kann. Oh, ich. Boah, ne? Ne, finde ich echt total gut. Interessiert mich jetzt nur jetzt, wie das so jetzt hier noch mit Schaltern und so. Wo habe ich denn mal einen? Ja, hätte ich mal vielleicht aus der Kiste holen sollen, ne? Alles da hier. In rauen Massen. Hammer. Ich bin ausgestattet hier. So. Ja, was mich interessiert, genau, das habe ich mich schon gefragt. Wie reagiert denn die Falltür auf eine Pressure Plate? Also auf eine Trittplatte? Kann man die.
Na, das kann man nicht. Aber das ist auch gut, dass man die direkt. Ja, gut. Ja. Direkt auf der Falltür lässt sich also nichts anbringen, von wegen, ja, Druckplatte. Aber ich baue die jetzt mal daneben an, gehe da drauf und wir sehen, das ist genau das gleiche Verhalten wie bei einer Tür. Na, das ist wirklich gut. Sehr schön. Wie funktioniert das mit einem Hebel? Genauso schön. Ja, wunderbar. Wie funktioniert das mit einem Redstone-Kabel? Nicht so. Auch nicht so. Ist der Vorführeffekt, liebe Freunde. Da stellt man sich meistens noch etwas dümmer an als normal. Prima. Ja, hör mal, da lässt sich aber wirklich eine jede Menge mitmachen. Das ist für mich echt eine Riesenüberraschung. Ne? Noch eine Überraschung ist das hohe Gras. Jetzt kann man nicht mehr. Ach, das erzähle ich euch einfach gleich. Ich suche jetzt erstmal hohes Gras und bin dann sofort wieder zurück. Einen Augenblick bitte. Gras habe ich noch nicht gefunden. Auch wenn ich mich so anhöre. Aber dafür ist mir ja eingefallen, das sollten wir jetzt vielleicht doch auch mal so in einem ganz feierlichen Augenblick mal so testen. Die manuellen Booster waren auch immer ein Bug. Die große Frage ist, hat der Notch uns jetzt alle veräppelt bloß? Ja, oder sind sie tatsächlich entfernt worden? Das heißt, die Booster verleihen meiner Karre jetzt keinen beinahe unendlichen Speed. Also unendlich war das nie, ne? Also nur ist halt sehr extrem. Ich habe es durchaus geschafft, Strecken zu bauen, wo die Karre dann irgendwann auf halber Strecke mal den Geist aufgegeben hat. Also kein Problem. Ja, ich probiere es jetzt mal aus. Ist sowieso die Richtung, wo ich auch noch Gras vermute. Ja, wie ihr seht, ist das doch eher wirklich sehr kläglich. Notch hat uns nicht reingelegt und veräppelt. Die Karre, die macht es nicht mehr lang. Wir rollen hier noch so ein bisschen aus. Das war's. Ja, an alle, die es interessiert, ich habe es noch im letzten, also auf den letzten Minuten praktisch geschafft, meine ganzen Strecken abzufilmen bei der Fahrt. Ich war gerade damit fertig eigentlich, dann beim nächsten Spielstart war Beta 1.6 auch schon da. Tja, das war's. Ich kann jetzt hier ohne Schmerzen nicht aussteigen. Ist zu niedrig der Tunnel. Gut, rennen wir weiter in die Richtung, da müssen wir eh lang. Ich melde mich wieder, wenn ich Gras gefunden habe. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon bis zu der Südburg gerannt. Oh mein Gott. Für alle Leute, die nicht wissen, wie weit das ist, die schauen sich bitte meine Let's Show Reise nach Emlomar an. Dann wisst ihr Bescheid. Ich habe immer noch kein Gras gefunden. Das wollte ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Obwohl ich jetzt schon durch die ganze Gegend gelaufen bin. Ich habe einen schlimmen Verdacht, dass das Gras nur da spawnt, wo man halt neues Land eröffnet. Also beziehungsweise, ne, wo man halt irgendwie noch nie war und neue Chunks halt geladen werden. Dass da auch erst das hohe Gras generiert. Ich bin jetzt auch gerade so sauer. Nein, ich bin überhaupt nicht sauer. Aber ich probiere jetzt mal aus. Das sind Holzslabs, ne? So Halbholzplatten. Die ließen sich, das war ein Bug, immer nur mit der Spitzhacke vernünftig. Ja, es ist immer noch so. Ja, das teste ich jetzt gerade mal. Jetzt nehme ich mal die Axt, die man eigentlich nehmen sollte. Ja, da ist gar nichts dran geändert. Ja, wenn ich jetzt mit der Axt, das vernünftige Werkzeug, ja, das Holz der Hacke, bleibt davon nichts übrig. Und es dauert natürlich auch ewig, ja. Tja. Da kann man mal sehen, da kann man hunderte von Bugs reparieren und dann noch einige besonders nervige dabei vergessen. Ich mache mich weiter auf die Suche nach Gras.